Jetzt bin ich da. Hey, ich freue mich wieder WoW zu spielen. Ich hatte heute nicht so sonderlich viel Zeit. Mir ging es auch wieder nicht so gut. Kennt ihr ja. Und ja, aber Nocknock hat ja gestreamt. Von daher war alles tutti. Ich weiß nicht. Bowie, hört man meine Stimme eigentlich? Ich war auch den halben Tag damit beschäftigt, diese Scheiße einzustellen. Aber irgendwie. Ich habe kein gutes Ohr. Ich kann das einfach nicht einstellen. Also mich hört man schon mal gut, wenn ich jetzt die Musik anmache. Hörst du die Musik? Ist sie zu laut oder zu leise? Musik höre ich zu laut. Ja, das ist schlecht. So? Immer noch zu laut? Bisschen. So? Ja, du weißt nicht, wie klein der Pegel ist. So ist perfekt. Okay, da freue ich mich. Es ist genauso wie beim Augenarzt. Ich habe nach einer Weile einfach das Gefühl, dass ich gar nichts sehe. Null. Und genauso kommt es mir so wie ein chirurgischer Eingriff. Ja, genauso kommt es mir so vor. So, ja, Millimeterarbeit und ich höre einfach keinen Unterschied. Ich denke mir so, ja, manchmal höre ich einen Unterschied, aber ich weiß nicht, was besser klingt oder so. Das ist genauso schlimm oder schlimmer. Ich habe keine Ahnung. Warte, ich muss mal hier kurz was verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So, wir sind noch dabei, in Dimitris Level irgendwie kommen zu wollen. Mögen euch die Winde leiten. Aber erstmal müssen wir 50 werden. Mit der Erdenmutter. So, wir waren vorhin zu Ulfarak. Habt ihr erlebt? Habt ihr erlebt? Ach so, und mein Spiel braucht noch so den Chat. Ba, 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 ba. Und da haben wir jetzt die Questen abgeschlossen. Ich glaube, wir haben die schon außer die hier im Marschen zu. Ja, lass uns die doch kurz abgeben. Die können wir hier so abgeben. Dann rennen wir dahin, geben die ab und dann porten wir uns zurück. Grüße. Da. Eisregen suchtet PoE, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich freue mich auch schon total auf Montag. Alles gut? Mir auch. Ich fand es auch richtig toll.
Wie kann ich eigentlich jemanden aus meiner Freundesliste schmeißen? Hast du eine Ahnung? Auf Twitch. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Warum auch immer, ich blicke immer noch nicht bei Twitch so ganz durch. Ja, wir haben alles für Fahrerquests fertig. Ja, da freue ich mich auch total. Die nächste Ini muss dann um Maurodon sein. Und die finde ich richtig ekelhaft, weil sie echt groß ist. Tempel wiederum finde ich richtig nice. Vor allem, weil ein Tempel gut zu Kirschnern geht. Und dann fangen ja auch schon wieder, ja. Theoretisch könnten wir ja schon zu Maurodon, also wenn wir eine Gruppe finden. Aber sowas von. Ich kann gar nicht sehen, wenn jemand befreundet ist mit mir, welches Level er aktuell hat, oder? Oh, das ist bescheiden. Wenn er in der Gilde wäre, könnte ich es sehen. Aber Dimitri war 53, oder? Oder so? Oder war noch höher? Auf Battle.net? Er war 51. Ach, das geht ja. Also 5 Level noch. Und 1 machen wir heute. Wir kommen näher. Da. Der ist uns halt immer so ein Funken voraus und irgendwie können wir ihn nicht einholen. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich. Alle treffen sich bei 60. Ja, aber bis wir 60 sind, ist er dann voll ausgeredet. Aber wenigstens für BGs ist es dann alles gut. Und immerhin haben wir noch wieder ein bisschen Platz im Questlog.
Huhu, Hexe, hey! Ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Wollen wir wetten, dass ich jemanden kenne, der noch mehr PvP liebt als Dimitri? Bowie? Ja, du, ja, genau. Es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht. Es gibt keinen Menschen, der es mehr liebt als ich. Erotech, grüß dich. Ah, ich freue mich. Oh, schön, dass du da bist. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe jetzt das Geld theoretisch für den PC zusammen. Aber ich glaube, ich muss halt noch ein bisschen warten, bis ich genug zusammen habe, um den Monat zu überstehen. Weil wenn ich jetzt gar nicht mehr eingesetzt werden sollte, könnte ja passieren, dann komme ich halt nicht über den Monat. Das ist nicht so cool, also muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Und ich habe mir eine Zwischenanschaffung. Ich möchte mir, glaube ich, so einen Tischständer holen, damit ich mein Mikrofon am Tisch befestigen kann. Das nervt halt. Guck mal, ich spiele ja immer falsch. Ich müsste eigentlich so spielen, dass ich hier reinspreche. Aber ja, ich kann den Ständer nicht hier aufbauen. Deswegen spreche ich halt immer seitlich rein, was nicht gut ist. Ich sehe schon, du bist sehr gut gelaunt. Ja, geht so. Ich habe eigentlich eher eine schlechte Laune heute. So richtig schlecht gelaunt, weil ich wegen der Arbeit ein bisschen Stress habe. Aber erst im Januar, da habe ich halt das Problem, dass... Ja, die fahren halt im Urlaub und dort wird es dann sehr, sehr stressig, weil ich den Laden nicht alleine übernehmen kann. Aber ja, die denken halt ja, ich denke nein. Ja, das ist nicht so schön, aber ich versuche das weit wegzudrängen. Das Positive ist auf jeden Fall, dass ich, ja, wenn ich mir jetzt was leiste in dem Monat, ich weiß halt auf jeden Fall, dass ich Geld im nächsten Monat dann wieder neu habe. So. Nicht zu knapp. Ah, Hexe. Bist du ein Schatz? So, Moment. Wir könnten... Boah. Assassin Int. Man kriegt beides? Was für ein Zauberstab. So geil. Und dann hopp's zurück. Das gab auch gut XP. So, mal sehen, ob wir es schaffen, innerhalb den 2 Stunden den Level up zu bekommen. Würde ich mir wünschen. Wir müssen uns also ranhalten. Aber wir haben ja jetzt Platz im Questlog. Und dann machen wir Ratz alle weg, die es hier gibt. So schnell annehmen, was es gibt. Ganz ruhig. Alles klar. Alles klar. Manne sieht sich. Auf dann. So, habe ich noch Platz? Nein, oder? Das ist wieder so ein Ding. Ah, einen habe ich noch. Seid gegrüßt. So, Bowie, ich wäre soweit. Ich buff mich noch kurz. Bisschen Bowie zum Buffen. Bowie. Seid gegrüßt. Tschüss. So, mal sehen. Einfach, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so durch und dann verkrustete Mineralien, was? Ja. Niago? Was denn?
Links die eine Quest abgeben. Welche Quest? Ich hab die nicht. Ja, noch nicht, bitte. Ich konnte das noch nicht annehmen, weil ich noch so viel hier. So, wenn wir jetzt eine Quest machen und du merkst, okay, die habe ich gar nicht, dann musst du Bescheid sagen. Aber die hast du auf jeden Fall. Schon wieder die, ja. Vielleicht droppen sie ja nie jedes Mal eins. Wäre das gar nicht so schlimm. Dann wären das nämlich gerade mal, ich weiß gar nicht. 12. Ach ja, und viele andere Questen dadurch. Sie widerstehen auf mein Spieler gegen Spieler. Achso, du hast schon eingestellt. Und sie droppen auch nicht jedes Mal eins. Oh, so ekelhaft. Ich glaube, wir sollten einfach so laufen, dass wir alles, was irgendwie uns was bringt, einfach mal umnieten. Ich glaube, hier, guck mal, man muss ja echt viel sammeln. Man kann sie, glaube ich, nicht gesammelt irgendwo hinkriegen. Oh. Bleib kurz stehen. Trinken. Dankeschön. Da sind noch ein paar. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Guck mal, ich habe schon die Hälfte, habe ich schon. Falscher Knopf. Aber ja, die Quest hat halt nicht nur dieses. Das ist halt nur ein ganz kleiner Rahmen davon. Da, 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 da. Oh, ich will endlich noch ein Level up. Wo ist ein Bau hin? Ich habe mein DD verloren. Ich trinke, ja, aber wo? Du bist überhaupt nicht mehr. Kann ich noch nicht tun. Wo hast du getrunken? Du warst überhaupt nicht auf der Karte. Oh, das muss ich mir angucken, weil ich zu nah dran war. Oh, du warst direkt bei mir. Habe ich wirklich nicht gemerkt. Das ist, weil dein Atem immer so Raumtemperatur ist. Da merkt man das nicht. Die wollen wir nicht. So. Tarning. Bowie. Ah, das ist so süß. So, ich habe diesen Teil der Quest dann schon durch.
Hat aber fast jedes eins gegeben. Militärsausbildung. Das willst du mir weiß machen? Ja. Hast du noch keins? Hast du noch nicht geplündert? Nee, kann ich nicht im Sitzen. Kam auch nichts rum. Du hast immer ein Glück beim Plündern. Nop. Ha, doch, es kam eins rum. Hast gelogen. So, dann noch. Ja, die droppen gut, aber das ist leider nur das eine Ding von vieren von der Quest. Aber immerhin sind sie relativ einfach. Hast du alles geplündert? Wenn ja, dann gehen wir. So, eh hier weg. Okay, den können wir auch noch töten. Was hat er denn davon, dass er uns verfolgt? Was sind das für ein Stalker? Bestimmt ein Fan. Von dir, Baum. So. Von mir. Bowie, wir wollen deine Schlüpper sehen, denkt er sich so, während er stirbt. Ach, das hört sich so böse an. So ekelhaft. Ah, und meins. Meins. Meine Boxer sind schon. Ah. Weißt du, ich habe ja bei Bummel erzählt, wenn er die Leute zu sich einlädt, wie er gucken würde, wenn all seine Unterwäsche geklaut werden würde. Weil die doch im Chat immer so schreiben, ah, wir wollen denn eine, ja, weiß was ich, so. Ja, und so im Nachhinein denke ich mir so, ich klau alle, nur um sein blödes Gesicht zu sehen. Also nicht, dass sein Gesicht blöd ist, aber ja. Da wird er bestimmt ein blödes Gesicht machen. So, er will. Es geht in seinen Unterwäschen. Schrank da und alles ist weg. Alles ist geklaut. Dann kann er nur rätseln, wer es gewesen ist. Ah, oh, das wäre so witzig.
Ich finde ja sowas wirklich witzig. Okay, wenn mir das passieren würde, für mich wäre es Belästigung. Es ist irgendwie böse, dass ich das von Mann irgendwie witzig finde. Bei einer Frau Belästigung sehen würde. Das muss ich mir abgewöhnen. So zwei Sachen. Hier ist nix. Guck, ich habe mich umgedreht und er hatte Angst und ist weggerannt. Rechts so. Was ist denn hier? Was soll denn hier sein? Metalliges Fragment. So ein Baum soll hier rumlaufen. Ein Baum, okay. Also ganz ehrlich, ich glaube, diese Bäume laufen einfach überall so ein bisschen durch die Gegend, aber immer nur einer. Lass uns einfach weiter reiten. Wenn wir einen Baum sehen, dann ab zum Baum. Guck mal, wir könnten hier nach hingehen. Erfahrungspunkte. Also momentan liegen wir noch im Zeitrahmen. Gerade so. Dass wir bis zum Ende der Folge unser Level abschaffen. Also meins auf jeden Fall. Deins ist ja dann sowieso in der Tasche, weil du machst ja früher als ich ein Level ab, weil du vor mir leveln wolltest. Ne, haben wir nicht. Nein. Wie viel hast du unten? Wie viel XP? Nein, wie viel? Wenn du auf den Balken gehst, siehst du die genaue Anzahl. Guck, du hast mehr als ich. Guck, sieh. Ich hab 83.000 hab ich und du 85.000. Das heißt, du bist eine Quest oder so vor mir. Ja, im Millimeter. Wir rechnen in XP, nicht im Millimeter. Und du hast trotzdem eine Quest weniger als ich. Und exakt ist das definitiv nicht. Das ist so das Gegenteil von exakt. So, wollen wir mal reingehen? Drin sind vielleicht auch ein paar Spinnen oder so. Dann können wir wieder bomben, das magst du doch so gern. Das Ding wollte mich stechen. Stich, stich, stich. Alle meine Arme. Stich, stich, stich. Alle meine Beine. So, ein Fünftel habe ich schon.
Hast du auch bei den König der Löwen gedacht? Wo Puma und Timon und Pumba diese Maden und so gegessen haben. Die sahen doch voll lecker aus, oder? Also, ich meine, ich wusste als Kind, dass das Maden und Käfer sind, aber die sahen so appetitlich aus, dass ich dachte, Gott sei Dank sehen die im Real nicht so, obwohl, warum Gott sei Dank? Eigentlich wäre es halt gut, wenn ich die appetitlich fände. Ich glaube, Würmer spüren auch nicht so viel Schmerz, glaube ich. Haben die ein Schmerzzentrum? Ich weiß es nicht. Kann ich noch nicht tun. Ist eigentlich traurig, Tiere allgemein zu essen. Aber Maden sind sehr gesund. Können die mich mal trinken lassen, ne? Ich pull dir noch ein paar. Moment. Da, 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 da. Moment, was ist denn? Ist das alles nur dieselbe Quest? Na, 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 na. Aber das siehst du mal, ich war als Kind schon so verfressen, dass ich sogar Würmer bei Disney-Filmen so und gedacht habe, oh, lecker. Oh, ich will unbedingt Pizza essen. Ich habe gestern Pizza gegessen, es war nicht so gut, wie ich gedacht habe. Die sahen halt aus wie Gummibärchen. Nein, irgendwie sowas voll... Ich kann im Vergleich anstellen, dann kann ich dir sagen, wenn in Comics, beziehungsweise, ich wollte schon Hentai sagen, Animes, die essen doch manchmal so Krebsdinger, wo sie so rausschlüpfen. Genauso sahen die halt aus. Ist übrigens dasselbe, ich habe das noch nie gegessen und ich würde so gerne diese Krebs... Ich weiß nicht, was ist denn das? Ich würde das gerne essen, weil das sah so appetitlich in Animes aus, dass ja... Genauso wie diese Kuchen, die sie haben. Sie haben doch manchmal so ein... Oh, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber die sehen halt auch extrem lecker aus. Bei BNS gibt es ja auch diese, wo man sich hinsetzt, diese... Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich wette mit dir, die schmecken nicht so gut, wie sie aussehen. Oh, da will ich hin, da will ich hin, da. Bowie, da müssen wir lang. Ist das nicht auch noch eine andere Quest hier? Hier sind Berichte. Na, ich weiß nicht. Reistaschen allgemein, die Sachen sehen halt alle so lecker aus. Ich habe immer noch nicht angefangen, thailändisch, nee, was war, vietnamesisch zu kochen. Oh, ich muss mal anfangen. Das ist halt so schwer in Deutschland, sich einen Ruck zu geben und einfach mal eine fremde Küche die ganze Zeit zu machen. Weil man sich auch nicht so auskennt, muss man sich, das ist halt so kompliziert. Aber wenn man das mal drauf hat, wenn ich demnächst wieder mehr Kopf habe zu kochen, dann mache ich das mal. Ich wollte mal Schuro. Türkisches Getränk. Oh. Ja, du musst halt immer an diese Feinkostläden gehen. Das ist halt schon schwer genug. Oh, guck mal, ich habe schon 3/4.
Oh, den Raid mit den ganzen Viechern fand ich richtig. Ja, es ist auch alles teuer. Wenn du dir irgendwas holst und so. Gibt es nicht einen Lieferdienst, was genau sich auf so eine Waren spezialisiert und deswegen nicht ganz so teuer wäre? Ich habe mir jetzt sowieso überlegt, ob ich nicht einfach mir Getränke liefern lassen soll. Das Problem ist, ich gehe jeden Tag einkaufen im Normalzustand, außer Sonntag, um frische Waren zu bekommen. Und dann kann ich auch die Getränke holen. Das stört mich dann auch nicht. Aber theoretisch könnte ich mir das Ganze schleppen mit den... Ich trinke ja eigentlich fast nur Wasser und Malzbier. Und ja, meistens nichts anderes. Ah, ich bin gleich durch. Ich bin durch. Guck mal, die Quest zum Beispiel, die hörte sich jetzt extrem lang an. So, als wenn man ewig dafür brauchen würde. So 40 Quest-Items. Aber dadurch, dass fast jeder hier droppt. Bowie. Steh mal auf und hau mir den weg. Hier, komm mal her. Hau mir den mal weg. Ich will nicht, dass er mir mein Erz klaut. Danke. Weil deswegen bin ich hier runtergegangen. Gold. 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 Mein goldiges Gold. Also es ist kein Gold, aber ja, ich kann es umwandeln in Gold. Mittels ein Aha. Aha, ja. Ich bin ein ganz toller Alchemist der alten Klasse. Ich tausche es einfach. Ich verfluche dich. Oh, Dimitri, hey. Ah, oh, die Sonne geht auf. Hallo. Wie geht's dir? Bist du immer noch 51? Warst du 51? Bowie hat gesagt, du bist 51. Ich vertraue Bowie so ein bisschen. So ein bisschen vertraue ihm. Wir versuchen dich gerade einzuholen. Also einzuholen, aufzuholen. 52. Naja, egal. Wir hoffen trotzdem, dass wir so ein bisschen... Wenn sie noch Bowie den Ausgang findet. Sein Ernst. Und ich verreckt der. Bin viel zu lang schon wach heute. Wie lange schon? Und dann spielst du nicht? Was machst du denn die ganze Zeit? Waren zwei Brücken, was machst du da? Du darfst nicht aus dem Haus gehen, da kann man kein WoW zocken und außerdem konntest du verloren gehen. Das ist nicht gut.
Hast du wenigstens so eine Kette getragen, wo dein Name und dein Wohnort steht? Outlet. Ah. Und hast du was gekauft? Ich meine, ich frage, ob du was gekauft hast, weil ich da häufiger hingehe, ohne mir was zu kaufen. Aber wenn du länger weggefahren bist, wahrscheinlich hast du dir was gekauft. Wir haben ja auch so ein Outlet von Nike. Finde ich richtig toll. Ich krieg Schuhe richtig günstig. Und die sind von Nike. Bowie. 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 Guck mal, Bowie lockt da alle schönen Insekten an. Das ist Bowie. Die denken, die wollen ihn alle stechen. Und Kaffee. Hab einen Gürtel geholt und war in viel zu vielen Läden und Kaffee. Oh, David. Hey. Ah, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Bald ist Weihnachten. In meinem Kopf zumindest. Ja, das ist bald. Oh Gott, und ich habe immer noch keine Geschenke. Habt ihr schon Geschenke besorgt? Und was schenkt ihr? Vor allem, was kriege ich geschenkt von euch? Ja gut, und selbst. Weihnachtsfeeling bleibt aus bei dem Kackwetter. Ja, irgendwie schon. Ich bin halt nur durchgängig krank. Ich habe auch kein Weihnachtsfeeling. Ich sollte mir vielleicht so ein Weihnachtskleid holen. Irgendeins mit kitschigen Weihnachtsmuster. Das wäre doch toll. So ein Rot. Oh, das sieht dann wieder voll krass aus bei meiner Hautfarbe. Alle anderen hassen es. Ich liebe sowas. Wenn ich einfach wieder nur Untote aussehe, finde ich toll. Ich habe ja mal mir die Haare blau, also so hellblau gefärbt. Und ich fand richtig, es sah richtig geil aus. Ich sah einfach aus wie so eine Untote. Ich fand das richtig. Ich habe leider keine Bilder gemacht. Aber es sah so toll aus. Ich habe es nur gelassen, weil du musst alle paar Tage nachfärben, damit du den Ansatz, sonst sieht es echt scheiße aus. Und ganz ehrlich, ich färbe ja nicht meine Haare alle paar Tage, also. Aber ich fand das so gut aus. Also ich, ja, und ich habe Ute gefragt, die Freundin meines Vaters, weil die mag sowas nicht. Und ich sag ihr so, ja, und wie findest du? Und sie so, sieht ganz scheiße aus. Also sie ganz hat sie gesagt. Und fand ich toll, wenigstens ist sie ehrlich. Ich stehe auf Ehrlichkeit. Und ich wusste sowieso, dass es ihr nicht gefällt. Deswegen habe ich sie gefragt, ich wollte sehen, ob sie ehrlich ist. Aber ich fand es echt toll. Und ich gehe ja auch so oft schwimmen, da geht halt das Färbemittel sowieso ganz schnell wieder weg. Chlor und so hält das nicht lange stand. Im Sommer bin ich ja fast jeden Tag schwimmen. Fast. Es ist wirklich durchschnittlich fast jeden Tag. Es gab mal, wo ich noch im Sportstudio angemeldet war, bin ich jeden Tag schwimmen gewesen. Weil du hast gratis Eintritt im Schwimmbad bekommen. Und ja, ich bin halt jeden Tag, mein Ausdauertraining habe ich dort gemacht. Bin geschwommen und dann hatte ich noch so ein bisschen Radfahren und
Ja. Ich mag ich mag nicht Fahrradfahren. Ich mag einfach schwimmen total. Bei uns zahlst du extra. Ja, das ist wirklich krass. Vor allem, dass das Witzige war, das Sportstudio hat monatlich weniger gekostet als ein monatliches Abo für das Schwimmbad. Aber du kannst halt nur das Schwimmbad betreten, wenn das Sportstudio offen hat. Weil du musst dir ein Freiticket dort besorgen. Aber dann kommst du frei rein. Und ich meine, das hat halt den ganzen Tag geöffnet, nur abends halt nicht mehr so. Ich bin fett geworden. Cygnus, ich will ein Bild von dir haben. Ich habe hier überall. Wir müssen noch mal unter die Erde. Wie viele brauchst du denn noch? Ja, komm, wir gehen noch mal kurz unter die Erde. Neago, was denn? Wenn du mit mir alleine sein willst, halt mich immer zwischen 90 bis 95 Kilogramm. Das ist zu wenig, Dimitri. Was? Wenn du mit mir alleine sein willst, dann sag's einfach. Was? Weil wir unter die Erde gehen, sind wir da so alleine? Klar, Bowie. Es ist, weil ich mit dir alleine sein möchte. Komm, lass uns durchkämpfen. Ich schick dir die Tage eins. Ja. Bowie hat auch gesagt, er will eins haben. Weil ich habe Bowie schon damit genervt. Wie ich dir freundlich sagen könnte, dass du verdammt nochmal ein Bild reinposten sollst. Und Bowie meinte, ich will auch sehen, wie er aussieht. Und ich, siehste, dann haben wir dasselbe Ziel. Hab bestimmt inzwischen 100 Kilo kommen. David, wie groß bist du? Oh, Bowie. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und da ist 90. Und die Bilder sind aktuell, David? Ihr seid ja fast gleich groß. Ja. Nee, ich finde, du wiegst ganz schön wenig dafür, dass du so in meinen Augen gut aussiehst. Ich habe wirklich so gedacht, dass so ein Mann erst gut aussieht, wenn er so 100 wiegt. So, Moment. Fertig. Okay, dann lass uns gehen. Na, weil ich nicht so auf Hungerhaken stehe. Ich mag das nicht. Ich brauche, dass mein Mann was dran ist. Sonst ist mir das zu wenig. Ja, ich finde wirklich, dass du gut aussiehst. Ist Hexa gerade anwesend? Sonst sollte ich das nicht sagen. Hexa ist nicht anwesend. Sehr gut. Also, Hexa hat mir vorher, nachher, der hat abgenommen. Ich finde wirklich, dass er vorher besser aussah. Ich bin irgendwie bescheuert. Ich stehe nicht, wenn Männer so schlank sind. Ich mag das irgendwie nicht. Aber er sieht immer noch sehr gut aus. Und er hat wegen gesundheitlichen Problemen abgenommen. Also ist es auch gut, dass er abgenommen hat. Und er ist eh glücklich vergeben. Also von daher muss seine Frau muss ihm irgendwie gefallen. Nicht ich. Da ist es egal, wie ich ihn finde.
Aber auch ein hübscher Mann. Bei Bowie war das auch so. Bowie hat mir auch vorher nachher Bilder geschickt. Ich fand auch, dass er vorher besser aussah. Und er hat sich echt ein Jahr lang abgemüht, schlank zu werden. So relativ schlank. Ja. Aber ich meine, immerhin, die meisten Frauen. Aber ich sollte das nicht sagen, Bowie, oder? Das ist irgendwie demotivierend. Es tut mir leid. Ja gut, ist halt dann Geschmack einfach. Ja, und die meisten Frauen sehen es ja genau umgekehrt. Irgendwie schon, ja. Ne, ich hatte... mein erster Freund war ja ziemlich sportlich. Und der hat so... Ich weiß gar nicht, wie viel der gewogen hat. Der war ziemlich groß und hat... Der hat halt wirklich Muskeln gehabt. Und viele Frauen haben auf ihn gestanden. Und ich habe halt in der Beziehung gemerkt, dass ich so gar nicht auf ihn stehe. Das ist nicht so gut. Das ist ziemlich schlecht. Aber... Gewicht durch Muskeln ist in Ordnung. Bei mir ist es Fett. Na, ja, ich finde nicht, dass Muskeln... Muskeln ist nicht jedermanns Sache. Meine ist nicht... Ich finde Muskelberge, man trifft ja immer wieder so in dem Fitnessclub welche, die halt echt Muskeln haben. Aber ich finde, ich weiß nicht, die gefallen mir nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da eine verdrehte Wahrnehmung. Ich will einen Teddybär, genau. David, Level 22, Glückwunsch. Man kommt auch ab einem bestimmten Trainingsding auch nicht mehr runter aufs Gewicht. Es gab ja mal, ich gucke ja immer The Biggest Loser und fieber da immer total mit. Ich habe keine Ahnung, wie Leute das... Ich finde das halt so beeindruckend, was die für eine Leistung raushauen. Und da ist ja mal einer der schwerste Kandidat, glaube ich, bisher. Und der hat ja extrem abgenommen. Der hat ja, aber der hat halt abgenommen durch Sport. Und jetzt ist er richtig schlank, ist aber hat eine Muskelmasse hinter sich. Das ist Wahnsinn. Der ist jetzt auch Trainer. Der hat sich umskillen lassen auf einen anderen Beruf. Und der kriegt halt erst die OP, um dieses ganze Gewebe wegzukriegen. Kriegt er halt erst, wenn er Normalgewicht reinkommt. Kriegt er aber nicht, weil er halt so viel Muskel hat. Der müsste quasi seine Muskeln abnehmen, um diese OP zu bekommen und dann wieder die Muskeln aufzubauen. Das ist halt echt scheiße, dass die Krankenkasse da nicht individueller nachschaut. Vorteil an Muskeln, du kannst auch mehr essen, ohne fett zu werden. Ich finde Fett jetzt nicht schlimm. So, was machen wir hier? Ah. Ich will einen Teddybären. Bei denen ist es halt schade, dass die... Ja, aber ganz ehrlich, die Show macht ja auch nicht gesundes Abnehmen. Das ist ja absolut ungesund, wie die abnehmen. Aber viele beschweren sich ja deswegen und sagen, ja, hier, voll die Scheißshow. Aber ich bin der Meinung, guck mal, die haben das auf den normalen Weg nicht geschafft. Normal abzunehmen und die wollen ja alle abnehmen. Und ich finde das halt Hauptsache, sie können sich halt wieder selber und sind stolz auf sich, können sich halt einen Spiegel angucken. Klar, da kann halt auch viel. Ich bin der Meinung, die machen genau das Richtige. Das soll ja auch der letzte Weg sein dort. Das ist ja jetzt nicht normales Abnehmen. Ich finde es sowieso, ich habe ja einen Kumpel, ich sag jetzt mal nicht wer, der hat auch starkes Übergewicht und hat damit mit seiner Freundin, Frau, was auch immer, Probleme. Weil die will wohl auch, dass er abnimmt. Weil es auch gesundheitliche Probleme gibt. Und ich habe ihn mal begleitet. Auf so einen Arzttermin. Und der Arzt hat direkt gesagt, ja, wir machen so eine Operation. Dann wird das alles weggeschnitten und bla. Magenverkleinerung irgendwie so.
Und danach machen wir so eine Therapie, wo ihr Essensverhalten verändert wird. Und ich habe mir nur so gedacht, warum macht ihr nicht zuerst diese Therapie mit den Essensverhalten? Der nimmt das zwar langsam ab, aber er nimmt halt ab. Ich habe das nicht verstanden. Warum wollen die denn immer eine OP vorne reinhauen? Solange man seine Wiener noch ohne Spiegel sehen kann, ist alles gut, Freunde. So, was machen wir hier? Eisregen! Ja, weil die Ärzte für OP mehr Geld bekommen, ja. Aber das ist kacke, weil im Endeffekt musst du deine Ernährung eh umstellen. Und du hast halt als Dicker so überhaupt gar keine Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, okay, ich will diese... Du kannst ja eine Ernährungsberatung durch die Krankenkasse erwirken, aber die sind echt bescheuert. Da war halt der Kumpel auch und er hat mir erzählt, sie hat ihn erzählt, er darf keine Cola mehr trinken. Ich meine, was ist das für eine Ernährungsberatung? Das weiß ja jeder irgendwie. OP bringt Geld. Ja, aber du musst dein Leben lang Medikamente schlucken. Du brauchst irgendwie... Irgendwas kannst du damit nicht mehr anbauen, hat er auch gesagt. Und dann muss er halt sein Leben lang... Das ist doch nicht schön, im jungen Alter quasi sein Leben lang auf Medikamente schlucken zu müssen. Das ist doch jetzt nichts, wo man Antrieb haben sollte. Ist aber sowieso krass, wie alle... Also sie vergessen einfach, dass es verschiedene Geschmäcker gibt. Alle wollen diesem Standard entsprechen. Aber ich stand halt schon immer mehr auf Charaktermenschen. Also so nicht auf Charakter, mir ist Charakter echt... sorry, aber wenn ein Mensch einen richtig tollen Charakter hat, aber mir seine Figur nicht gefällt, dann fange ich mit denen keine Beziehung an, weil es muss ja auch irgendwo knistern. Aber das ist es halt. Theoretisch, es gibt ja verschiedene Geschmäcker und es ist... Niemand ist an sich hässlich, bin ich der Meinung. Ich finde auch ganz merkwürdig, aber obwohl er sehr schlank ist, ich finde Mo von The Simpsons auch einer der hübschesten Männer dort. Obwohl er eigentlich nicht so... Ich weiß nicht, aber obwohl, das ist ein Comic, vielleicht einfach nur so gebrabbelt. Mo ist cool. Ich finde auch, er ist der Beste. Mit dem würde ich mich am ehesten einlassen, obwohl er halt sehr schlank ist. Aber der ist so toll, der geht regelmäßig arbeiten, arbeitet in der Gastronomie. Hallo, das ist mein Bereich. Dann hört er jeden zu. Er ist total nett. Er ist so der richtige Kumpeltyp. Ich glaube eigentlich... Nee, Barney ist versoffen. Ich mag das nicht. Der, mit dem kannst du kein... Und Mo ist auch irgendwie intelligent. Ich finde einfach, er ist... Ich weiß nicht, er ist irgendwie der coolste Charakter von denen. Also... Denn wie er sich aufregt, ich mag das irgendwie. Ewig erhängen! Dankeschön! Ewig erhängen! Ey, dankeschön! Vielen, vielen Dank! Rotz? Würde ich es Rotz aussprechen? Ich spreche dich Rotz aus. Dankeschön! Wen würdet ihr denn perfekt finden bei der männlichen oder weiblichen Seite? Ich finde, Mo ist einfach der Kumpeltyp schlechthin. Ich finde ihn toll. Von dem Charakter her und ganz ehrlich, okay, er ist mir zu schlank, aber der Comicbuchverkäufer, der ist... Ich weiß nicht, der ist irgendwie so komisch drauf. Ich glaube, mit denen kannst du sehr viel Spaß haben. Nein, der ist mir zu sehr auf Rache. Der ist ja ständig im Knast. Was soll ich denn mit denen? Wiederum, guck mal, wenn ich mit denen zusammen wäre, der wäre ständig im Knast. Ich würde quasi einsam sein. Wo geht man hin, wenn man einsam ist? In die Bar, da würde ich Mo kennenlernen. Ich finde wirklich, dass er der beste Charakter von The Simpsons ist. Der ist so ein richtig cooler Typ. Der geht... Vor allem arbeitet er nachts.
Das heißt eigentlich auch, ich arbeite auch gerne nachts. Und er kommt mit Marge, beste Frau, ja. Marge ist auch die beste Frau. Ich meine, sorry, die hält Homer aus. Wo sie jugendlich war und ihre Haare noch nicht hochgesteckt waren, sah sie auch richtig gut aus, fand ich. Was gibt's denn dann sonst noch als Frau? Da, ein Baum, aber ein falscher Baum. Es ist ein falscher Baum. Ist Ira, hallo? Ero? Ein Baum ohne Nachtelf. Steht da ganz alleine. Wie viele müssen wir davon? Wieder 20. Ach, das ist der eine Teil von der Quest. Und dann setze ich mal. Warum hast du dort... Ach so, nee, okay. Wenn diese Quest keine zwei Level gibt, dann weiß ich auch nicht. So. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Mo gekommen? Ach so, wegen verschiedenen Geschmäcker. Ich finde sowieso, er ist der coolste. Ah! Da ist der coolste Hexer neben mir. Gleich mal ein Bild machen. Na, na. So, bitte lächeln. Da, 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 da. Neues Pad, ich sehe schon. Das könnte heute wirklich was werden. Mit dem Level Up. Ich liebe den Feuerinwer, aber den musst du immer wieder neu beschwören, oder der stirbt dann nach einer Weile. Die haben wir ja gar nicht. Hä? Wo sind denn die anderen? Habt ihr mir gar nicht beantwortet. Habt ihr schon Geschenke? Kriegst du? Ich brauche ein Ziel. Ich muss noch Geschenke einkaufen. Oh, ich weiß nicht was. Sag mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also könnte ich auch Sachen bestellen. So, was ich gerne verschenke, sind die Popcorn mit Geschmack. Streitest du dich mit denen?
Sind ja ein. Was soll denn das? Alles nur welche, die wir nicht brauchen. Die können sich befreien. Oh oh. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist ja nicht besonders treu, dein Pet da. Nimm mich, nimm mich. Guck mal, jetzt tötet er sein Pet. Ach, guck mal, die Quest habe ich gar nicht. Bowie, komm mal her. Du hast hier eine Quest gemacht, die ich nicht habe. Warte mal, wir müssen mal kurz... Ich spreche mal die, du bist nicht qualifiziert. Warte, mach noch mal. Immer noch nicht? Na, okay. Immer noch. Ero, Glückwunsch, Level 8. Oh Mann, der Jäger hat alles abgefarmt. Gehen wir nochmal da drüben und machen die andere Quest fertig. Halt mal einfach wieder so viele, die uns fehlen. Ich glaube, ich gehe gleich mal kurz abgeben.
Ich gehe mal ganz kurz abgeben. Dann sind die ja alle wieder hier und ich will mal gucken, ob ich vielleicht... Moment. Da! Oh, wir sind so gemein. Ich habe als erstes angegriffen. Moment, was ist denn da? Eisen? Was wichtig. Aber immerhin, wir stehen halt nicht da und warten, bis... Beyblade? Habe ich nie so geguckt, fand ich nicht so doll. Ihr seid ja fies. Allerdings, Eisregen, ich würde das genauso machen, wenn die zu dritt gewesen wären. Dann wäre ich auch drauf, oder wenn die zu fünf. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich bin halt gleichbleibend scheiße. Egal, wer davor ist. Selbst wenn es mein Tod heißen würde. Und immerhin, wir warten nicht auf ihn, dass er sich quasi dort wiederbeleben muss. Und wir ihn direkt wieder abfarmen. So einen Tod kann ja wohl jeder verkraften. Nikolates, hey. Freue mich, dass du da bist. Na, alles gut. Naja, geht so. Ich habe immer noch Hunger. Ich habe vergessen, mir was zu essen zu machen. Ich habe vorhin nach dem Stream, ich bin halt fast direkt ins Bett gegangen und ich habe ja noch versucht, meinen Ton hier einzustellen. Das bringt irgendwie gar nichts. Ich hoffe, man hört mich besser. Ich brauche einfach einen Tischständer. Für das Mikrofon. Ich hab noch Sushi, wenn du magst. Ja. Oh. Finde, man hört dich gut. Ach, das ist schön. Hm, 60 bis zum 31. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Bauis Urlaub ist schon wieder vorbei. Ja, bevor ich es vergesse. Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, was ihr eure Lieben schenkt. Was soll denn das? Ich glaube, ich hole ihr einfach nur einen Douglas-Gutschein. Fertig. Bin kurz weg und mach mir einen Kaffee. Niago und Keks im Mund stopp. Ah! Oh, oh, so schön. So ein toller Mann. Wie Questlog voll? Nein. Was ist das? Oh, Grimmar schon wieder. Abbrechen? Grüße. Mögen die Vorfahren. Luxuskaffee. Ich habe das Richtige für euch.
Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, weil ich gerne Kaffee trinke, ob ich mir so eine Kaffeemaschine kaufen soll. Also nicht eine Kaffeemaschine, wo man Pulver oder so reinmacht, sondern eine, die wirklich Bohnen malt oder so. Aber die sind halt mehrere tausend Euro. Aber ich habe so viele Wünsche, die ich mir nicht verwirkliche. Kaffeemaschine oder neuen PC. Naja, neuer PC. So. Seid vorsichtig. So, endlich habe ich das Level wieder, wo ich heute früh im Halbschlaf gestorben bin. Autsch, Eisregen. Ich bin auch schon einmal gestorben. Alles Geld muss in Kekse investiert werden. Und in Milch. So Kakao. Oh, Kakao ist so toll. Ja, meiner war nicht weg. Aber ich muss es, glaube ich, erst freischalten oder so. Ich freue mich schon voll. Montag werde ich es zocken, wenn Bowie in der Arbeit ist. Und Kakao. Ein Traum, Nikolates. Da bin ich aber auch arbeiten. Das ist schlecht, Eisring. Ja, aber ich brauche den Baum auch. Hey, Christophina, grüß dich. Dankeschön. Ist eh nur einer, oder? Ich dachte, solange wie Dimitri weg ist, müssen wir hier ein bisschen mal gucken. Ist nicht nur einer, oder? Oder sie ist nur ein. Brauchen nur zwei, ja, aber... Ja, dann kommen wir einfach immer wieder hier hin, wenn wir in der Stadt sind. Autsch, guck mal, bei den einen brauchen wir 40. 40, autsch. Das heißt, insgesamt 80 müssen wir sammeln. Er hat für beide gedroppt, echt? Dieses Holz. Ach so. Okay, dann macht es Sinn, was du erzählt hast. So, wo könnten wir denn noch hier irgendwo hinlaufen? Na, gehen wir wieder dahin, wo wir gerade waren. Aber Eisregen, ich habe das Spiel angefangen und bei Knock Knock habe ich es ja nicht so genau gesehen und nicht gewusst, ob mir das zusagt, selbst zu spielen. Weil es geht viel, ich mache das halt immer so, wenn jemand selber spielt und Freude dran hat, steckt er mich irgendwie immer automatisiert an. Dann will ich dieses Spiel zocken, weil ich so toll gehypt bin und dann macht mir das Spiel plötzlich gar keinen Spaß. Bei PoE war es genau andersrum. Ich fand es halt so genial. Es war halt viel geiler, es selbst zu spielen, als jemanden zuzugucken dabei. Ich bin halt total gehypt. Und ich finde, ganz ehrlich, viele sagen, die Grafik ist nicht so gut wie bei Diablo. Ich finde die Grafik total geil. Also sorry, aber
nicht nur ausreichend, ich finde die Grafik einfach wundervoll. Also so. Ich habe noch nichts Schlechtes gefunden, außer dass ich mich halt null auskenne. Weil ich meine, das wird sich, ja, wenn man genug Zeit darin investiert. Sie ist absichtlich Richtung Diablo. Ich finde, ja. Ist halt Geschmackssache. Ich finde die Grafik super. Aber du kannst deinen Charakter nicht individuell gestalten, oder? Wenn du eine Hexe spielst, hast halt das Aussehen dieser Hexe. Ich bin voll das Mädchen. Kann man seinen Charakter gestalten? Nein. Ja. Ist aber auch nicht schlimm. Es gibt Skins für Echtgeld. Kann man die dauerhaft behalten? Ja, oder? Oh, ich muss mir die mal angucken. Ja, klar. Angucken. Aber warum hast du mir das gesagt, Bauri? Ich habe eh kein Gold dafür. Also kein Geld, kein Gold. Ja. So, Raufer brauchen wir nicht, Herr Hexenmeister. Nee, ich meine PoE. Was, Sophina? Ich meine nicht Classic. Und geht auch nicht bei Classic. Aber hier kannst du ja deinen Charakter erstellen. Von daher kannst du ja alles einstellen, was du haben möchtest. Ja, aber der Charaktermodell bleibt gleich. Die Skins sind nur für Rüstung. Oh. Das ist schade. Warum? Aber ich finde sowieso, die Hexe ist perfekt. Die sieht halt genau nach Hexe aus. Oh, ich könnte den so umbringen. So. Toll. Ja, okay, Rüstung interessieren mich nicht. Also sie sieht sowieso aus wie so eine kleine Peschmarie, also genau so, wie sie sein sollte. Hier, wo ist denn da? Oh, ich glaube, hier war noch einer. Da. Bin noch auf 180 herum. Warum bist du auf 180? In der... Im Gebäude war nix. Bau. Ich habe mich tierisch über Twitch Usa geärgert. Warum? Nix. Da hat man schon ein Pferd und dann. Stopp. Da, Schamane, ja. Noch 5, dann brauchen wir noch. Oh Gott, Hexenmeister, brauchen wir so viele. Oh,
Dimitri. Ja. Sag mal, hat sich sein Pet wieder gegen ihn verschworen? Hier, Bowie, unbedingt hier. Bowie, kannst du bitte eins angreifen? Ich habe echt Probleme gerade. Ich meine, ich weiß, was du vorhattest, aber ouch. So. Da ist ein Ali, pass auf, in deiner Nähe. Guck mal, Dimitri hat's überlebt. So, nochmal die Frage, was habt ihr euren Lieben geschenkt? Oder was plant ihr zu schenken? Ich brauche Tipps für etwas Weibliches. Meine Schwester. Bummel. Na du? Ah, oh, und direkt Level 4. Ich hab Totenkopf an. Guck mal. Sieht man das? Ich liebe Totenköpfe. Oh, merkt man gar nicht. Ich hatte ein anderes Oberteil an und ich hab's gemerkt, wo ich aufnehmen wollte, dass man durchschauen kann. Das fand ich so cool. Komischerweise, das weiße T-Shirt geht. Ah, ich freue mich so. Bummel, was machst du heute? Erzähl mal, was streamst du heute? Von mir gibt's keine Geschenke. Eisregen? Du musst doch deiner Frau was schenken. Will sie nix? Hätte gern durchgeschaut. Ja, ja. War das falsch, dass ich das gerade gemacht habe? Nein, oder? Man hat ja nichts gesehen, hallo? Macht mir immer kein schlechtes Gewissen. Ich will nur das Logo zeigen. Ich mag Totenköpfe. Bin mir unsicher, Hase. Was denn? Was du spielen möchtest? Ich muss gar nichts. Doch. Doch, Eisregen. Musst du. Guck mal, hier ist ein Hexenmeister. Töten wir ihn. Los. Ja, oder live zu gehen. Ehre deine Frau und ehre deinen Mann. An jeden Tag und Weihnachten. Hm. Wohin gehst du denn, Bowie? Oh, ich habe mir so ein Stapel Pakete mit Fertigkram geholt. Oh, ich bin einfach zu faul, um zu kochen momentan. Ich habe mich vorhin einfach nach dem Stream ausgeruht.
Und dann wollte ich noch mein Mischpult einstellen. Ich bin einfach so bescheuert. Ich höre da einfach keinen Unterschied. Das ist so wie beim Augenarzt, wenn der sagt, ja, sehen Sie was? Ich sehe einfach nie irgendwas. Ich weiß halt nicht, was besser ist. War kein Anschieb, dass du mir helfen musst, Bummel. Musst du nicht. Alles gut. Ich schaff das schon irgendwie. Ich meine, es gibt so viele Tutorials. Das geht schon. Ich mach das grundsätzlich nicht, weil ich irgendwie unter Bewussthilfe haben möchte. Ich fand das nur sehr kompliziert. Ja. Meine Ohren sollen sowieso nicht so gut sein, meinten meine Eltern. Die meinten immer, wenn sie sagen, räum dein Zimmer auf, höre ich das einfach nicht. Und das ist auch wahr gewesen. Ich habe das tatsächlich nicht gehört. Reicht es nicht, wenn ich ihr Sushi mitbestelle? Ich meine, nee, du tust ihr ja Sushi mitbestellen, weil sie sonst deine Portion weg ist. Das ist ja kein Geschenk. Das ist ja eher ein Geschenk für dich, dass du auch was abbekommst. Sogar extra noch was für mich gekocht, dass genug Sushi überbleibt. Weiß ich nicht, weil ich nach oben laufen wollte. Die eine Folge, die du noch machen wolltest von den... Oh, wie heißt denn das? Mit dem Floßding? Hast du auch noch nicht gemacht, oder, Bummel? Ja. Ich spring jetzt hier runter. Ich glaube, ich kaufe einfach wirklich so einen Douglas-Gutschein. Das macht sie auch fast jedes Jahr bei mir. Und ich hasse dieses Geschenk. Deswegen bin ich mir auch unsicher, ob ich das... Aber ich meine, sie scheint das ja für eine gute Idee zu halten. Mir sowas zu schenken. Ich mag den Laden schon gar nicht. Hier ist noch ein Hexenmeister. Töten wir ihn. Ich hab PoE angefangen. Ich finde das Spiel so toll. Oh, das macht so Spaß. Überall sind Gedärme. Ich stehe halt nur auf die Gedärme dort. Nee, aber das ist halt echt ein tolles Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so... Aber ich bin schon einmal gestorben und ein Hartmut darf man eigentlich nicht schenken. Ich würde dir gern Eis geschenken. Oh. Und es ist unwichtig, ob es verpackt ist. Ah! Ich habe vorhin erzählt, dass ich deine Unterwäsche klaue, wenn ich dich besuche, Bummel. Aber nur um deinen Gesichtsausdruck zu sehen. Aber so verschiedene Sachen, also es gibt schon Haken an diesem Plan, weil dann bin ich ja weg und dann sehe ich deinen Gesichtsausdruck nicht, wenn du die Schublade öffnest und da gar nichts mehr drin ist. Ah. Ah. So böse. Ich glaube, Bummel macht einfach Taschenkontrolle, bevor wir abreißen. Ich muss sie einfach... Weißt du, was ich mache? Ich klaue die Unterhosen. Und dann schmuggel ich das in einen anderen Gepäckstück raus. So von einem Kerl oder so. Sein Blick wäre dann noch ultra geil. Mach ich einfach in Dominiks Tasche. Fertig, aus. Ich höre auf, sofort aufzuwaschen. Das ist kein Fetisch von mir. Ich habe nur bei Bummel, es stehen halt so viele Frauen auf Bummel. Und dann haben die halt schon gesagt, ja, sie machen so Kamasutra-Stellungen mit ihnen, wenn sie ihn besuchen gehen.
Und dann meinte ich so zu Bummel, ja, wenn alle abreisen, dann hat er keine Unterwäsche mehr in seiner Schublade. Alle sind einfach geklaut worden von irgendwelchen Frauen. Und ja, und naja, ich habe so gedacht, er glaubt ja selbst nicht dran, aber ich klaue dann einfach alle, um seinen Gesichtsausdruck zu sehen. Aber wie gesagt, der Plan hat Haken, weil ich ja dann auch weg bin. Aber wenn ich das genug ankündige, macht er Taschenkontrolle und dann schleppe ich das einfach bei Dominik in Gepäckstück rein und dann... Hallo, ich meine, ihr kennt mich. Ich hab ja auch dieses komische Liebesspiel. Ja, wie ist das nochmal? Panty Lover oder sowas gespielt? Wo, um da... Das ist ein Spiel? Der sucht seine große... Hanzu Lover, ja. Der sucht seine große Liebe, indem er bei Frauen reingeht und dann Unterwäsche klaut. Und dann anhand der Unterwäsche erkennt er, ob das die wahre Liebe für ihn ist. Habe ich auch noch nicht gewusst, dass man das machen kann. Also könnte ich auch zeitgleich abmessen, ob Bummel meine wahre Liebe ist. Ich bräuchte nur so eine Boxershorts von ihm. Wenn es keine Boxershorts ist, dann weiß ich, dass er nicht meine große Liebe ist. Ich mag einfach so sehr Boxershorts bei Männern. Was wenn du, denn ist es nicht meine große Liebe. Kann ich nichts mit anfangen. Nee, ich bin nicht begehrenswert. Nein, gar nicht, Bummel. Gar nicht. Alle wollen deinen Körper. Sogar Bowie. Das wäre einfach der Hammer. Was für einfach der Hammer. Ich mach das einfach demnächst so. Ich will dein Bächlein streichen. Bächlein. Das ist noch ein viel krasser Fetisch eigentlich nicht, oder? Gleichwertiges Fetisch. Sein Bächlein zu streicheln. So kommt's raus. Unterbewusst einfach falsche Sachen abtippeln. Ich will dein Bächlein streicheln. Also Bummel, ich will nicht dein Bächlein streicheln. Tut mir leid. So sehr geht meine Liebe nicht. Ja, ja, Bowie, jetzt schön rausreden. Ach Mann, ey. Was? Das wüsste ich aber. Ach ja, übrigens, falsches Spiel. Was? Das ist jetzt das falsche Spiel? Ist jetzt PoE das richtige Spiel, Eisregen? Mindestens eine Woche ist kein WoW mehr. Oh. Das kannst du mir nicht antun. Da. Das hätte ich jetzt auch so gemacht. Sind das alle? Ja! Kann ich noch nicht wirken? Nee, ich will level 60 werden. Ich muss mehr Allies umnutzen können. Und BGs wären richtig nice. Außerdem versuche ich gerade Dimitri einzuholen, damit ich mit ihm zusammenspielen kann.
Na, endlich, ja. Jetzt nur noch gefühlt 1000 Items davon. So. Hier noch. Bummel, Baui hat ein Geständnis gemacht. Er will den Bächlein streicheln. Dimitri, der russische Warlock. Was? Cygnus? Ist der Russe? Du meinst einen anderen, oder? Ich finde die russische Sprache so schön. Alemannia-Anspielung kenne ich nicht. Also kenne ich, aber ich habe es mir nicht angehört. Deutsch? Leider heißt meine Succubus nicht Uschi. Guck, da kennt jemand. Hast du schon 5-mal gesagt, dass du auf mich stehst? Und Liebe ist auch gefallen. Tu mir ans Bärbel. Bärbel ist so ein toller Name. Aber ich glaube, ich habe da echt was verpasst. Ich muss näher ran. Ist das ein Bot? Du meinst der Jäger? Oder der Schurke? Alle hier, ja, sind alles Bots. Ich würde die umnatzen, wenn sie nicht. Wenn ich Nachtelfe wäre, würde ich die alle klatschen. Bin noch mal kurz AFK, okay. Nein, wir sind noch gar nicht. Oh, die Zeit ist schon wieder fast weg. Würde ich, wenn ich es könnte. Lass uns mal einmal durchlaufen und dann hier nochmal gucken. Gesammelte Kreischergeister. Wo konnte man die denn holen? Ich mach sowas von heute noch ein Level. Bummel, erzähl mal, was streamst du heute? Du gehst doch heute noch streamen. Hab einen Hunterbot mehrmals gekillt. Ja, bis er nicht mehr aufgestanden ist. Ich sag dir, er hat ihn rot gemacht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wenn dann, du weißt noch nicht, ob du streamst. Moment mal. Du meinst allgemein, oder? Einfach Horrorspiele? Horror? Was denn? Ja, ich weiß nicht. Die wir killen müssen, ich weiß nicht. Ich will mal gucken. Macht das immer samstags. Coole Sache. Aber du hast keine Lust heute.
Moment, ich habe gestern versucht, eine Pizza zu finden. Weil ich gestern unbedingt Pizza essen wollte und weil ich den Tag vorher ja schon eigentlich satt war. Da hat sich das Bestellen nicht gelohnt. Aber ich habe deine nicht gefunden. Da war Hackfleisch drauf. Was war denn noch drauf? Ich bin deprimiert. Oh. Oh, das kenne ich. Ich habe auch momentan Probleme wegen der Arbeit. Oh. Mann, die sind gar nicht angezeigt. Aber die Weihnachtszeit ist auch irgendwie deprimierend. Für mich zumindest. Und auch weil Niago keinen Keks geben kann. Oh ja, das finde ich auch deprimierend. Ich mache Bummel alles nach. Ich wollte auch die Kekse haben, die Bummel hatte. Find noch einen. Hier müsste noch einer sein. Da. Da läuft hirntote Musik. Ja. Ich hatte mal eine Freundin durch die Schule kennengelernt. Und die hat bei ihrem Freund gewohnt. In einer Stadt. Also so richtig am Rathaus. Ziemlich teure Mieten und er war viel unterwegs und so. Aber sie meinte, sie hat von Tag bis spät wegen dem Weihnachtsmarkt Weihnachtslieder gehört. Und extrem laut in ihrer Wohnung, also ihrer Wohnung. Und sie meinte, das macht einen kirre. Schinken, Döner, Fleisch, Brokkoli, Mais, Hollandaise. Abschreiben auf einfach. Nee, gibt es nicht als fertig. Er hatte sie bestellt und er hat sie in der Kamera gehalten und es sah so gut aus. Dann habe ich gestern mir eine Fertigpizza gemacht. Aus Frust, weil ich die eine nicht gefunden habe. Und... Aber es gibt Seiten, da kannst du sie selber belegen lassen. Und ich wusste nicht mehr genau, was drauf war. Und Bummel hat mir nicht geantwortet. Was ich aber verstehen kann. Ha. Dönerpizza, ja. Ach, Bobby, ärgere mich jetzt nicht. Aber hast du nicht gesagt, dass da Hackfleisch drauf war? Und Chilis. Also ich bestelle immer... Ich bestelle immer Chicken Curry. Total gerne. Oh, die ist lecker. Nächstes Jahr gibt es bei uns denn Pizza auf der Arbeit. Oh, das ist... Oh, ich kann mir denn immer alleine kostenlose Pizza mit nach Hause nehmen. Oh, ich glaube, das wird nicht gut. Das wird keine gute Mischung. Ich werde das auch jedes Mal machen. Jedes Mal, wenn ich arbeiten bin, werde ich mir Pizza mit nach Hause nehmen. Mit so viel Käse. Oh. Ich sollte aufhören, über Pizza zu reden. Das macht mich noch hungriger. Oder ich mache mir heute noch Pizza. Ja. Und dann bestellen wir die Pizza. Ich denke echt nur an Pizza. Na, nicht nur. Ich denke nicht nur an Pizza.
Ja, dein Studio ist riesig. Sie kommt nur wegen der Pizza, alles klar. Ah. Oh. Pizza und Kekse und Kakao. Hat schon wieder das den Kakao vergessen. Live-Mucke. Kann man sich ja gar nicht unterhalten. Ich meine, so wichtig ist Unterhaltung jetzt auch nicht. Ich meine, so viel wie ich am Tag rede, wisst ihr sowieso alles von mir. Oh, Bauhi hat sogar Kakao geschrieben. Ich weiß, was Kakao auf Russisch heißt. Kakao? Oh, das ist halt so böse. Ich wollte ihr mein Herz schenken. Ja, Bummel, du schenkst so viel in dein Herz. Das macht dich ja so einmalig. Ich glaube, es gibt so ein paar Menschen, die ohne dich nicht mehr auskommen, Bummel. Wollte ich gerade mich anklicken, um mich zu heilen? Total Schwachsinn. Da bietet man Privatständchen an und dann sowas. Kannst du Musik machen, Nikolatus? Das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Da bin ich fest überzeugt. Christophina, Glückwunsch, Level 2. Für manche geht die Sonne nicht auf, wenn du nicht streamst. Und du kriegst ein Privatkonzert. Oh. Was für eine Musik? Also Musiktyp? Ich höre alles. Schlager nicht ganz so gerne, aber alles Sonstiges. Bei manchen wären Höschen nicht feucht, wenn Bummel nicht streamt. Ja, das glaube ich auch. Ein Blaskonzert. Gott, wie viele muss man denn hier töten? Alternativ in die Akustik. Das lädt immer noch auf. Kannst du mir was schicken? Oder besser im Discord packen? Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, ja, hast du irgendwas, wo man das drüber hören kann? Mach ruhig Werbung, stört mich nicht.
du was hast, stell mal einfach ein Ding hin. Bitte, bitte. Also die 20 habe ich, ja. Ja, aber die muss es ja auch noch woanders geben, oder? Also kann ja nicht sein, dass die nur hier gibt. Guck mal, oben gibt es die noch. Natürlich immer mit Materialien, aber auch hier. Ja. Ich fand es so süß. Engelchen hat bei mir versucht, Werbung zu posten in Discord und hat Bowie gefragt und hat dann drunter geschrieben, Bowie hat mir erlaubt, Werbung hier zu machen. Und ich denke mir so, bei mir auf dem Discord gibt es einen Channel, der heißt halt Fremdwerbung, wo die alle ihre, wenn die mal was Cooles vorhaben oder so, können die halt alle, oder allgemein so kleinere Werbung können halt sich dort packen. Also so, da braucht eigentlich niemand, um Erlaubnis zu fragen. Bei den Greifen die Fragmente fragen. Dankeschön, Eisregen. Apropos, Engelchen streamt am 23. oder war das? Ich weiß gar nicht. War das am 23.? Das erste Mal, dass er streamt, wurde dann jetzt hier reingeschmissen. Hier. Am 23. Dezember um 20 Uhr gibt es BNS-Preise zu gewinnen. Falls jemand BNS spielt. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Oh, die Quest muss wirklich so viel an Erfahrung geben. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei. Und mir ist voll egal, was ich gewinne. Ich will einfach mal Engelchen streamen sehen. Das ist nicht so viel, oder? Für die ganze Mühe. Nicht so viel, ja. Kann ich noch nicht wirken? Ja, Mob XP, aber schon übel. Hummel, wenn du anfängst zu streamen, sag vorher hier Bescheid, bitte. Ich mach dann eh nicht mehr lange. Nur so. Ich kann ja jetzt schlecht sagen, dass ich dann aufhöre. Also ich sag das nicht, aber vielleicht meine ich das so. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber ich müsste sowieso bald eine kleine Pause machen, weil ich Hunger habe. Bowie, wollen wir mal wegen der anderen Quest gucken? Pizza? Nein. Ich glaube nicht Pizza. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht doch Pizza?
Na, okay, du brauchst was für die Augen. Ja, machst du denn deine Cam heute doppelt so groß? Mach's heute mal anders. Deine Cam machst du ganz groß und das Spiel machst du ganz klein. Ich mach nur meine Cam. Du musst es einfach austauschen. Guck mal, und bei den Horror Nights passt es doch auch. Ja, lass uns mal hier gucken nach Wutschramm, Yeti Bike. Ist es drin oder ist das wirklich hier draußen? Ist das nicht innerhalb der Höhle? Das sind doch die. Nee, die sind es nicht. Horror Alert. Ach, cool. Also musst du es umändern. Das ist eine coole Idee, Bummel. Niago? Ja. Das ist mal oben in die Höhle. Scheint mehr zu geben. Ah, Dimitri! Weißt du, wo die... Wo ist denn da eine Höhle? Die Tür hier, oder? Moment. Hab dich. Leg dich mal hin. Steigt dir alles in den Kopf? Falscher Knopf, ich wollte das. What the fuck? Danke. Und so mal sehen, wo Bowie abgeblieben ist. Mein Mount kann fliegen. Naja, es brennt auch. War das wirklich Wonder Woman? Jo. Veralberst du mich? Bisschen her, aber
stellen auf mein Discord. Kurz auf K. In Discord bitte. Dankeschön. Bowie, schieb sie mal in Werbung um. Ich finde, das gehört eher woanders hin. Ist viel cooler, das darf nicht im Hintergrund geraten. Wenn du Zeit hast. Ja, komm mal, please. Ja. Hier bin ich. Kannst looten? Nein, jetzt nicht. Bei Dimitri konnte ich's. Vielleicht weil ich zu weit weg war. Aber du kannst dir jetzt erstmal alle so holen und ich hol die. Wo ist denn hier der Höhleneingang? Ach, da, oder? Doch, bitte. Kirschner, dir mal alles. Du plünderst nicht mehr. Ich plünder sie so und du... Kannst du die nicht... Die sind gewonnen, oder? Wieder taucht kein Yeti-Leder auf. Verstehe ich gerade nicht. Wenn ich mit der Quest fertig bin. Ja, dann vielleicht. Ach so, aber ja, wie was? Ja, aber es bringt mir ja denn nichts. Ich kann sie nicht plündern. Der hatte nichts. Okay, dann machen wir das nochmal. Das lädt immer noch auf. Auch nichts. Da, ein Zwerg. Ja, ich weiß, es ist arschig, aber wir sind immer arschig. Egal, ob wir im Unterzahl sind oder in der Überzahl. Wir sind nur nicht arschig, wenn sie grau sind oder wenn sie grün sind. Aber ich greife sogar Leute an, die ich nicht besiegen kann. Moment. Hier. Die kann ich auch nicht plündern. Kann ich nicht. Guck, geht nicht.
Aber dann hol du dir deine, dann muss ich ja nur noch meine sammeln. Vielleicht ist es auch genau andersrum, wenn du deine fertig hast. Ja, Moment. Oh. Oh, das kann das werden. Oh Mann, das kann ja was werden. Die ganze Höhle ist schon leer. Und ich habe noch keinen einzigen. Hier zwei. Ah, da ist wieder. Die droppen halt bei mir auch nichts. Ich habe auch immer noch keinen einzigen gedroppt bekommen. Nikolates, Level 8, Glückwunsch. Oh, erster, der gedroppt ist. Zweiter. Ich glaube, was? Aber bei Dimitri konnte ich einen plündern. Und ich hatte da auch keinen Kirschner. Und jetzt kriegst du einfach keinen mehr. Du bist jetzt fertig.
Kann ich trotzdem nicht. Es gibt ein Addon, was ihr braucht. Welches denn? Was macht das? Werde ich mir danach mal besorgen. Aber irgendwann werden wir dahin. Oh, das Gebiet ist viel zu überfüllt. Alle tot draußen. Oh, ich muss was essen. Ich gehe mich mal abseits stellen und gehe für heute beenden. Ich habe echt Hunger. Muss der mir noch auswählen? Dauert ein bisschen. Werd mich hier auslocken. Dankeschön für euch. Oh, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Nikolatis. Ach, guck mal, Bummel kommt. Ich gehe. Mach dein Stream an, ich will gucken. Danke, Dimitri. Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde dann weiterhin noch ein bisschen später. Ich hoffe, dass Bummel seinen Stream anmacht. Ich würde ihn so gerne sehen. Ich gehe jetzt gleich, du musst 2 Minuten warten. Na, guck, dann warten wir. Und dann schicke ich die Leute zu dir. Dann mache ich noch 2 Minuten. Hau ich so lange noch ein bisschen kaputt. Oha, jetzt geht's los. Na, ah, ich freue mich. Omni-CC. Ja, ich habe noch eine Menge Addons gesehen, die praktisch ist im späteren Bereich.
aber die ich am Anfang noch nicht so wichtig fand. Guck mal, jetzt rockt's aber. Dimitri, machst du dir mal Mana? Los, ritz dich, Dimitri. Los. Obwohl, sowas sollte ich nicht sagen. Mein Headset ist zu leise. So, also eine Minute ist schon um. Und Creme Bommel ist Level 5 geworden. Glückwunsch! Tag. Brauchen Sie das noch? Nein. Das pullte erstmal ein paar. Nein. Geh weg. Ich kann nicht mehr tragen. Mein Inventar ist voll. Na sowas. Aber auch, wo ist denn Baui? Da ist Baui. Weg. Nein, ups. Sorry. War im Versehen. Ach, jetzt ist Baui schon wieder außer Reichweite. So, irgendwas wegschmeißen. Nö. Nix. Oh, oh. Ich finde das süß. Es will einen umbringen, ist doch niedlich. Meine andere holen sich da auch Spinnen. Das Pet ist buggy, warum? Geht das jetzt nicht mehr?
Mir fehlt nur noch eins. Ich fühle mich so ein bisschen wie in PoE. Ich habe hier auch zwei Beschützer. Aber die sind besser und mein Inventar ist voll. Ich habe alle. Perfekter. Guck mal, ich habe hier einen perfekten. Guck mal, Bowie. Hast du auch? Hab schon. Ach schon. Oh, ich hab Hunger. Eigentlich müsste ich ja auch eine Information bekommen, wenn er live geht. Er ist schon live. Können wir alle rüberschicken. Also dann. Warum habe ich keine Information bekommen? Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Baba!